Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Rettungsteam Deluxe. So, ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin vor circa einem halben Jahr. Warte mal, wir haben September, ne? Vor circa einem Jahr? Morgen soll geben auch heute wieder unser Bestes. Hallo? Nanu, wer könnte das sein? Seid ihr das Retterteam Soul Hunter? Ja, korrekt. Moment, bist du nicht. Bitte helf meinem Freund. Bitte. Ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall. Für Low arbeiten wir nicht, kapiert? Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß. Bitte. Ich erinnere mich ja nicht. Du bist doch das Papunga vom Pokémon-Platz neulich. Das Team von den Ghoulis hat deinen Rettungsauftrag übernommen, oder? Ja, das stimmt. Allerdings ist Tengulis. Er ist noch nicht zurück von seiner Mission. Was sagst du da? Mein Freund Papunga wurde zwischen zwei Felsen angeklemmt. Wir Papunga können zwar überall hin, wenn uns der Wind trägt. Doch obwohl dichte Wolken am Himmel hängen, weht nicht das leiseste Lüftchen. Nicht mal eine Brise? Das ist aber seltsam. Mit seinen Blätterfächern kann Tengulo starke Winde entfachen. Ich dachte, so ein starker Windstoß würde reichen, um meinen Freund zu befreien. Aber Tengulo ist noch nicht zurückgekehrt. Dabei klingt der Auftrag gar nicht so schwierig. Echt seltsam. Oh, dein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Alles klar, wir gehen sie suchen. Wirklich? Vielen Dank. Aber sicher doch, du kannst auf uns zählen. Auf geht's, Soul. Oh, ich liebe ja diesen Artstil. Ich würde mal sagen, wir gehen aber erstmal kurz Items lagern. Bin ich bis zu, wo das war? Das hier? Lagern. Sortieren. Ich hab drei Äpfel, zwei kleine Äpfel. Oh, ich kann noch mehrere auswählen. Großer Apfel. Heilsamen. Mini-Belebersamen sind wichtig. Orb. Zweigen mich jetzt nicht wirklich der Freund von Pulsisam, können wir eins ablegen. So, das sollte reichen. Dann haben wir ein bisschen Platz im Inventar. So, dann müssen wir jetzt Tengulist und Papunga retten. Dabei habe ich noch ein paar Nebenmissionen offen. Was weiß ich noch? Stillklamm. Der Dungeon Stillklamm kann nun erkundet werden. Mitglieder 3 maximal erlaubt. Items erlaubt. Pokémon dritten Ball. Okay. Dann gehen wir doch mal hin. Puh, hier geht das wirklich steil runter. Der Freund Papunga steckt also irgendwo in diesen Klamm fest. Ja. Es tut mir leid, euch damit zu belästigen, aber bitte helft ihm. Wir machen das schon. Pack mir es an, Soul. Augenblick noch. Ja, was gibt's denn? Da wäre noch etwas. Dieser Ort heißt zwar Stillklamm, doch ganz so friedlich wie der Name vermuten lässt, geht es hier wohl nicht so. Angeblich schläft in dieser Klamm ein riesiges Monster. Monster? Ja, aber das sind nur Gerüchte. Doch da Tengurus ja auch noch nicht wieder zurück ist, hielt ich es für meine Pflicht, euch davon zu erzählen.
Oh, mein Bauch. Tut das weh. Huch? Was hast du denn bloß? Ich habe ganz plötzlich schreckliche Magenkrämpfe bekommen. Wow. Wahrscheinlich habe ich zum Frühstück etwas Falsches gegessen. Hey Sol, du siehst auch ziemlich blass aus. Hättest du nicht das gleiche gegessen? Dir ist bestimmt auch schlecht, oder? Also mir geht's prima. Was soll das denn jetzt, Sol? Ich brauche ja deine Unterstützung. Als mein Partner musst du doch auf meine Stichworte reagieren. Warum regst du dich denn plötzlich so auf, Evo? Ich dachte, dir tut der Bauch weh. Wie? Also, ich glaube, die Krämpfe lassen gerade etwas nach. Zurück zum Thema. Von was für ein Monster spricht mir da überhaupt? Ich weiß nicht viel darüber. Es ist nur ein altes Märchen. Keine Ahnung, ob dieses Monster überhaupt existiert. Verstehe. Dann bringt es auch nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Bleibt nur zu hoffen, dass dieses Monster in der Tat nur ein Armmärchen ist. Mein Freund Papunga sollte sich auf Ebene U10 aufhalten. Seid bitte vorsichtig. Keine Sorge, wir passen auf. Auf geht's, Sol. Dass du mir so in den Rücken fällst. Na warte, wenn wir in U10 sind. Erfahrungspunkte für Mitstreiter. Mitstreiter in Retterteam-Camps erhalten auch Erfahrungspunkte und werden stärker, während sie sich dort befinden. Das heißt, sie sind immer einsatzbereit, wenn du sie auf ein Abenteuer mitnehmen möchtest. Das ist praktisch. Durch Harmonie freuen sich Pokémon leichter mit deinem Team an. Okay. Wir gehen mal nach oben, weil dort ist ein Ei. Ich wollte eigentlich nach oben. Nein, Evo. Oh, du kriegst das ja gut alleine. Hm. Geht. So geht es. Okay, Funkenflug. Das ging doch easy peasy. Oh, da ist schon die Treppe. Ich möchte gerne noch die Items mitnehmen. Nicht vergessen, Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Das gelobt. Warte, Käfer, bis. Und nochmal Funkenflug. Wie gesagt, ich möchte alles mitnehmen. Ein Levelaufstieg für Soul. Das sieht doch schon mal gut aus. Das waren aber auch alle Items. Dann gehen wir nochmal weiter. Funkenflug. Nice. Ein Level up für Tilo. Ein höherer Level. Noch mehr Geld. Funkenflug. Und Drachenmut. Ja, bitte. Dann sind wir jetzt zu viert unterwegs. So, jetzt muss man nur noch die Treppe finden. Die Treppe kann halt eben überall sein.
mal hier oben hin. Mathe-Tok-Trainer. Drachenwut. Drachenwut ist eine gute Attacke. Mann, fertig. Danke schön. Frag mich, wo die Treppe ist. Hallo, Treppe? Treppe. Wo bist du? Warum nicht? Ich baue hier wieder meine Armee zusammen. So, weg mit euch. Auf in die nächste Ebene. So. Ein Apfel, okay. Drachenwut. Wunderschön. So, ich habe ja schon einen Apfel gefunden. Oder, das weiß ich nicht. Schnell zu Griff. So, komm. Erstmal einen kleinen Apfel. Pokégeld. Deswegen gehe ich auch gerne die Items ab. Wunderschön. Ach ja, ich liebe Pokémon Mystery Dungeon. Blut. Und nochmal Blut. Dort oben ist noch ein Item. Ja, komm, eine ganze Armee. Voller Hornju. Wurf-Item Plus erhöht für alle Teammitglieder die Stärke von Nadeln und Steinen. Gegnern gelingt es außerdem nicht mehr, Items zu fangen. Funkenflug. Aua. Oh Gott, Leute, ich glaube, wir haben gleich ein Problem. Oh, Ja, komm, Pauli.
Nee, es geht down. Oh, geht doch. Dankeschön. Oh, da ist auch schon die Treppe. Oh ja, das lief jetzt nicht so berauschend. Oh nee. Na gut, hat er toll gemacht. Ich geh mal nach unten. Ausrüstung zum Tragen. Goldband, okay. Stillklamm Moon 6. Auf dieser Ebene befindet sich ein kampfunfähiges Pokémon. Stell dich neben ihn und gib ihm einen Apfel. Machen wir. Sind eh gleich in der Nähe, von daher. Tuska ist starr vor Hunger. Du könntest dem Pokémon einen Apfel geben. Mampf, Mampf, Mampf. Hurra, Tuska hat sich wieder erholt. Ist vor Freundlichkeit von Team Soul Hunter gerührt. Will anscheinend mitkommen. Nachwirkung Plus erhöht bei allen Teammitgliedern die Stärken von Attacken, die dem Anwender durch Rückstoß sowie bei Fehlschlag Schaden zufügen, drastisch. Im Popo Apfel. Es wird Zeit, dass wir auch wieder ein paar Äpfel. Langsam machen fertig. Was hat er fallen lassen? Eine Box, okay. Jetzt sag mal, dass du ein Mini-Beleber bist. Liefsam. Ach ja. Weg mit dir. Okay, okay, Dungeon ist jetzt nicht ohne. Da ist die Treppe gut. Wir sind auch schon bei U7. Und schon wieder ein kampffähiges Pokémon. So viel Äpfel habe ich aber nicht. Muss auch an meinen eigenen Äpfel denken. Komm, meine Armee von Pokémon. Ich hoffe, ich finde jetzt mal ein bisschen Äpfel. Oh, senkt die Preise. Dann komm, dann kann ein Hornio mal weg. Level up für Soul oder für Evo? Für Evoli, nein. Nehmen wir mal hier oben, weil da ist noch ein Item.
Und da ist auch die Treppe gut. Nehme ich das Item mit oder? Ach komm, ich nehme das Item noch mit. Nein, not the gift. Sorry, Pudox, aber ich habe nur noch ein Bildepassamt, glaube ich, ne? Yep. Ich glaube, die hebe ich lieber für mich selbst auf. Es ist mit langsam schön, wenn ich mal wieder einen Apfel finden würde. Wir sind jetzt bei U9. Na, ich weiß, aber... nach oben ist ja schon... Ey! Ja, warum nicht? Ist ja jetzt wieder ein Platz frei. So. Komm, mach den noch fertig. Beim Bunkersreuz sollte er sich hier irgendwo befinden, nicht wahr? Oh, da bist du ja. Wir haben dich gesucht. Geht es dir gut? Ja, mir geht's gut, aber dein Freund wartet schon auf dich. Aber dein Gules ist noch da hinten. Was, denn cool ist? Los, lass uns nachsehen gehen. Oh nein, geht es dir gut? So sag doch etwas. Kümmert euch nicht um mich. Verschwindet von hier. Von? Von hier verschwinden? Was ist denn jetzt los? Warum ist es plötzlich so dunkel? Da ist er wieder. Weicht zurück. Er wagte es, meinen Schlaf zu stören. Bei Eindringlingen kenne ich keine Gnade. Und das gilt auch für euch. Ach, du hattest es. Zack, Boss. Tengulis ist verschwunden. Ich bin Zapdos, die Verkörperung von Blitz und Donner. Wenn ihr Tengulis retten wollt, dann erklimmt den Donnerberg. Zapdos. Das ist also dieses legendäre Monster. Sol hat alle Aufträge im Dungeon. Stillklamm erfolgreich abgeschossen. Ein Regenbogengummi. Hornyu scheint deinem Team beitreten zu wollen. Wow, das Pokémon verfügt auch noch über das Talent Wurf-Item Plus. Hornyu kann sich wohl im Camp hoch in den Wald niederlassen. Möchtest du Hornyu deinem Team hinzufügen? Ja. Nein. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Tuska niederlassen könnte. Als Dank für das spannende Abenteuer erhältst du aber 244 Pokédollar. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Damiaplex niederlassen könnte. Als Dank für das spannende Abenteuer erhältst du aber 158 Pokédollar.
Es gibt leider auch kein Camp für Hunduster. Auch er gibt dir 195 Pokédollar. Bieber scheint einem Team beitreten zu wollen. Kann sich im Hochnebelwald niederlassen. Ja, bitte. Nein, auch da kein Spitzname. Hurra, gerettet. Ich bin ja glücklich. Aber dafür steckt Tengulus jetzt in großen Schwierigkeiten. Erzähl uns doch bitte, was sich da genau abgespielt hat. Also gut. Tengulus entfachte mit seinem Blätterfächern Wind und befreite mich so aus der Felsspalte. Doch dieses Wind rissen die Gewitterwolken in zwei. Und als das geschah, tauchte dieses Monster am Himmel auf. Das Monster. Es sagte, sein Name sei Zapdos oder so ähnlich. Sagtest du Zapdos? Simsala. Zapdos ist eines der legendären Vogel-Pokémon. Es heißt, es sei vor langer Zeit in einen tiefen Schlaf gefallen. Also hat Tengulus es aufgeweckt? Nein. Der von Tengulus entfachte Wind war nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Schließlich war ja bereits die dortige Windstille eine Abnormalität. Das muss von den Naturkatastrophen letzter Zeit herrühren. Zapdos ist erzürnt, weil er aus seinem Schlaf gerissen wurde. Wir müssen Tengulus retten. Zapdos wird nicht leicht zu besiegen sein. Seine Elektroattacken haben es in sich. Dessen bin ich mir bewusst. Wir werden vorsichtig vorgehen müssen. Wir sind auch mit von der Partie. Wir möchten Tengulus ebenfalls helfen. Was? Das ist viel zu gefährlich. Zapdos ist sehr mächtig. Gegen ihn könnt ihr nicht viel ausrichten. Also wirklich, so schwach sind wir nun doch auch nicht. Und Angst haben wir vor diesem Zapdos sowieso keiner. Bist du dir da sicher, Evoli? Nicht wahr, Sol? Aua, mein Bauch. Habt ihr schon einmal einen elektrischen Schlag abbekommen? Danach ist der ganze Körper taub und zittert. Kein Problem. Zapdos ist richtig fies. Er verspeist euch ohne weiteres zum Frühstück. Ist euch das klar? Aua, mein Bauch. Ihr seid ein Retterteam. Wir auch. Wir wollen Tengulus helfen. Also gut. Wie ich sehe, habt ihr jede Menge Mut. Jep. Unsere beiden Teams sollten getrennt den Donnerberg erklimmen. Wir werden aufbrechen, sobald wir kampfbereit sind. Angesichts der ungemeinen Stärke unseres Gegners sollt ihr Vorsicht walten lassen. Ihr solltet euch ebenfalls gründlich auf die Reise zum Donnerberg vorbereiten. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um Tengulus zu retten. Das werden wir. Ich kann es kaum erwarten. Sol, lass uns unser Bestes geben. Am nächsten Morgen sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Pokémon Mystery Dungeon. Bis dahin. Düdelü.